Mit dir auch. So, Brandbolzen einsammeln ist immer gut. Ich kann hier sowieso nichts machen. Genbank-Upgrades austauschen brauche ich eigentlich nicht. Deiner polnischen Verrückten. Wenn du nicht aufhörst, mache ich aus Rancher Mario. Ach, jetzt hol mir nicht rum. Ja, natürlich. Überhaupt kein Problem. Such einen Big Daddy und analysiere seinen Körper. Ich würde vorschlagen, du suchst dir einen, der bereits tot ist. Ja, ist klar. Neues Ziel, untersuche die Leiche eines Big Daddies. Denn jetzt dahin? Gut. Will aber hier noch. Hier gibt. Oh, hier gibt's drei Lenz, ist das. Den freien Mann, den freien Willen und den freien Mensch. Power to the people! Super! MG, MG, Granatwerfer. Ja, komm. Okay. So, die Frage ist... Aber die Little Sisters alle noch hatten. Schluck das, olle Zippe. Warum sind die Stiefel hier? Sie sollten bei Failsafe Armored Escorts sein. Schadensboni durch Forschung werden massiv erhöht. Ich würde gerne meinen Brandbolzen da nehmen und die Leiche nochmal untersuchen. Super. Ich habe doch hier noch eine Little Sister gehört. Komm. Ja, man kann es auch übertreiben. So, heilen. Das passt schon. Hier gibt es drei Little Sisters. Aber irgendwie komme ich hier nicht hin. Pistolenkugeln! Splittergranate, Splittergranate. Alter, warum ist denn hier so viel Damage? Oh, hab ich... Wo habe ich dir denn den einen Pfeil hingeschossen? Meine Güte. Mädchen. Sei doch nicht so stürmisch. Du klammerst mir zu sehr. Ja, das ist mir schon klar. Aber ich will dir trotzdem den Arsch treten, du Pissnelke. Hab ich dich? Super. Retten. Doch. 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 Zeit für ein Bitchlab. Manchmal brauchen die Kleinen einfach ein bisschen Liebe. Wie würde der Gab sagen, eine Schelle der Liebe. Super. Teddybär, Gerard's Garden. Ah, da ist er doch. Super.
Kein Problem, Geschenk. 200 Adam, produktiver. Das Erfinden von Objekten in sehr nützlich ist sehr nützlich in rohstoffarmen Rapture. Als produktive Erfinder können Sie wertlosen Ranch in wertvolle Gegenstände umwandeln. Hatten Sie doppelt so viele Exemplare? Oh, das ist vielleicht ganz gut. Clever Inventar ist vielleicht... Komm, machen wir das da. Stickstoffgranate. Boah, ich hab Gesundheitsupgrade, Eve-Upgrade. Geil! Geil! Abfackeln. Human Inferno. Sie nehmen weniger Schaden durch Feuer. Ist vielleicht eigentlich auch nicht schlecht. Hacker Focus 2. Super. Vending Expert. Ich kann mir nicht mehr so viel kaufen. Ziel-Dummy ist vielleicht an sich auch nicht so schlecht, aber das schickt erstmal. Oh, zwei. Super. So, eine Sister habe ich gerettet. Ich würde gerne gucken, ob der vielleicht noch mit einer Sister rumrennt. Super. So, komm her. Ich hab keine Ahnung, was du jetzt gesagt hast. Dingsbums. Doch. 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 Ja, das ging jetzt eigentlich relativ schnell hier. Gummischlag. Noch. Ein Knicks. Schön. Ah, okay. Ich komme hier nicht mehr zurück. Zeit fürs Heierbettchen, Mr. B. Ja, gute Nacht, Kleine. Das hast du verdient. Kartoffelchips essen, oh super. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie lang das geht. Ja, ja, komm her, ich schieße dir noch einen Pfeil zwischen die Beine, den nächsten und... Komm her. Oh, warum denn? Was habe ich denn gemacht? Alter. Ich bin doch ganz lieb! Ich hab nichts getan! Nee, da will ich nicht rein. Sehen die mich? Nein, ich bin wieder getarnt. Super. Die sehen mich nicht. Super. Willkommen! Ah, so sehen die also von innen aus. Schön. Und jetzt weg. Du bist wohl festgeglitscht. Macht aber an sich nichts. Bleib einfach hier. Mich in Ruhe einfach angucken. Ich brauche einfach... Boah. Dann läuft hier mit Elektrogeschiss rum.
Mülleimer, im Mülleimer, Kerosin. Da lage ich mein Kerosin übrigens auch immer. Immer schöne Mülleimer. Neben am Rechner. Das ist ja auch ja richtig schön Bumm macht, wenn es Bums macht. Limit erreicht, okay. Das ist doch nervig, ey. Das ist doch so nervig. So, wo ist denn der... Hallo. So, dann ist hier schon mal Ruhe. Was haben wir hier? MG-Patron brauche ich nicht. Läuft hier noch irgendjemand, irgendetwas herum? Verbandskasten ist vielleicht gar nicht verkehrt. Brandbolzen! Ich habe wieder Brandbolzen, aber ich nehme erstmal die normalen Bolzen. Davon habe ich nämlich auch noch genug. Gern geschehen. Für was? Wo bist du? Dann kann ich's zu Ende führen. Ich gebe zu, dass es vorausschauend von Fontaine war, das Plasmidgeschäft aufzuziehen. Aber der Mann hat noch nie was vom Vertrieb verstanden. Da hat er schon diese wunderbaren kleinen Mädchen und er zeigt sie nicht. Ich habe mir gerade das neue Design der Plasmidautomaten angesehen. Sie sind genau so geworden, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich sage es ganz deutlich, wenn sie gut präsentiert werden, sind diese Little Sisters Gold wert. Tja, was ist jetzt der Unterschied zwischen dir und den Leuten, denen ich versuche zu entkommen, lieber Andrew Ryan? Weg mit dir. So, Bolzen mit Stahlspitzen. Die Frage ist, wo muss ich denn lang? Es lässt mich alles so ein bisschen Dingsbums werden. Zusätzliche Munition geschickt. Ich nehme an, er rechnet mit Ärger. Ich habe die Munition in den Protector Labs eingeschlossen. Der Code ist 1921. 1921. Ich glaube aber nicht, dass wir sie brauchen werden. Sobald der Big Daddy fertig ist, wird ihn niemand mehr aufhalten. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Extra Munition, ich guck mal. Muss ich mir mal aufschreiben. Ryan hat zusätzliche Munition geschickt. Ich nehme an, er rechnet mit Ärger. Ich habe die Munition in den Protector Labs eingeschlossen. Der Code ist 1921. Ich glaube aber nicht, dass wir sie brauchen werden. Sobald der Big Daddy fertig ist, wird ihn niemand mehr aufhalten. Gut. Tja, das wollen wir doch mal sehen. Ja, mal gucken. Ich habe es mir jetzt mal aufgeschrieben. Dann kann ich mal sehen, ob wir, ob wir das wirklich nicht brauchen. Ich habe keine Ahnung, wo ich überhaupt lang muss. Boah. Halme mal lieber. Diese Station lasse ich mal. Sag mal, warum kommen die denn wieder? Das machst du fein.